Ein ganz herzliches Hallo und willkommen zurück bei Baldur's Gate 3, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge aus dem, ja, versteckte Zwerge der Drager, wie sie ja heißen. Wir haben in der letzten Folge gegen Kisten gekämpft, das klingt sehr heroisch, und waren dabei, noch weiter hier zu erkunden. Unsere aktuelle Mission, ja, gute Miene zum bösen Spiel, ihr kennt das ja. Wir schauen uns hier auf jeden Fall mal ein wenig um und ganz ehrlich, so einen großen, mächtigen Heiltrank, den kann ich da nicht stehen lassen. Das widerstrebt sich mir alles. I don't know. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Also wir haben eine neue Aufnahmesession, das vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung. Für die, die sich wundern, warum ich hier so ein bisschen verwirrt wirke. Aber... Nein, ungewöhnlich ist das ja trotzdem nicht. Drar? Okay. Gut, und hier, genau, das ist der Ort, wo die den quasi da rausholen müssen. Diesen Typen, den wir ja erledigen sollen. Nothing you can do up here. So you can get down by yourself or I can give you a nice push. Okay, was ist jetzt wieder mit Schattenherz und Gale kaputt? Warum sind die noch im Gespräch? Okay, warte. Wir gehen einmal kurz ins Lager. Fängt ja schon wieder gut an hier. Sind immer noch im Gespräch. Wo sind die beiden überhaupt hier? Immer wieder neue Lager. Lager. Okay, die sind quasi immer noch da vor Ort. Ja, geil. Kann ich vielleicht einmal ganz kurz speichern? Und vielleicht einmal neu laden. Ist das eine Option? Ich wüsste jetzt gerade nämlich nicht, was ich sonst machen sollte, um die da rauszubekommen. Gut, wir könnten nochmal probieren, wenn das jetzt nicht hilft, zu denen rüberzuschalten. Aber ich glaube, wir schalten dann rüber und können es einfach nur nicht bewegen. Ja, ja, manche Bugs, Freunde. Ich meine, für ein so großes Spiel wie Baldur's Gate 3, da ist es okay, wenn ab und zu mal ein kleiner Bug auftritt. Und das würde ich jetzt schon als kleinen Bug einstufen, den man relativ leicht wieder beheben kann. Ich würde eher den Fokus darauf lenken, okay. Theft has been reported and it seems you're the only suspect. Choose your next step wisely. Your contrition and the returned goods are enough to put things right. Just a simple misunderstanding. Aber, hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, wegen dem Trank gerade? Aber selbst wenn ja, also... Erstmal hat Schattenherz damit doch überhaupt nichts zu tun. Und zweitens... Und zweitens, hat die das sogar nicht gesehen. So, pass mal auf. Also, wir können auch noch hier lang. Ich möchte noch nicht zu den Typis gehen, die da vorne ausgraben, weil ich weiß nicht, ob wir da nicht automatisch in ein Gespräch verwickelt werden. Das sind halt alles ganz normale Dudes. Oh, warte mal, der hier hat aber Sachen lieber verkauft. Seen her run with a barrel under her arm. Just a small one, but enough to blow the drow out. Someone should grab it. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Can't go chasing maybes. The sergeant's our ticket in. Oh, would you look at that, Kerr? Someone's having a listen. A shiver runs through you. Your mind is awash with ancient resentments. True soul, no less. What do you think, Kerr?
should we take Nier's debt off him? Wie kommt ihr darauf, dass ich eine wahre Seele bin? The stench. All you twat souls got one. Some of us got a nose for it. If I didn't know better, I'd say a mind flayer shat a worm in your brain. Should split your head open and poke around in there if you lot don't pay up. So, ich habe euch zugehört. Ich will Nier befreien und ihr habt einen Anhaltspunkt. I ain't parleying with more twat souls. Just want my coin. Your blade ready, Kerr. Drop it, Brithvar. You chop this one, and Nier won't pay a damn copper. Fine. Spill what you want, true soul, before I choke on your stench. Crack. Get you gone, before I get you gone. Ja gut, ich glaube, hier kriegen wir nicht allzu viel von dem. Hier kommen wir wieder in das Lager. Okay, das sieht schon sehr, sehr cool aus, ne? Muss man ja mal sagen. Das ist schon sehr nice. Oh, hallo Auge, kann ich mit dir reden? You stare into the eye. Your reflection stares back. The longer you stare, the more uneasy you feel. There is a presence. You are seen. Wir können ja mal gucken, ob wir die Präsenz erreichen können. Your consciousness surges into the orb. First there is blackness, then a pair of unblinking red eyes. Pain grips your skull as the eyes stare into you. Then look away. Scheint zumindest nicht menschlich zu sein. Okay. Pass auf, wir haben folgende Option. Wir können hier weitermachen. Gelang am Schutt vorbei. Mhm. Finde die Gisianki-Krippe den Gebirgspass. Wir schmieden eine weißhafte Waffe. Das müssen wir auch noch machen, genau. Dann rette die Gnome aus Grimmschmiede. Liefere Niers Kopf ab. Ich glaube, dass... Beste, was wir machen können, tatsächlich ist momentan erstmal hier mit der Hauptstory weiterzumachen. Um mal zu gucken, was dann passiert. So, hallo die Herrschaften. Kann ich Ihnen mal was helfen? Bugger off! You're distracting the slaves! They run! You're dead! Gut, sehr gut. As you near the rubble, a fragmented voice clutches at your mind. The true soul! True soul! Finally! You must clear rubble, billing poison! Seid ihr Nier? Was ist hier passiert? Expedition! Passage trapped! Gnomes useless. Don't trust Mercs. Get me out! View through Nier's eyes is a blur. You only make out a bit of rubble and few moving figures. Okay, wir versuchen uns mal zu konzentrieren. Vielleicht sehen wir noch mehr. Ja, sehr gut. Resolves into an image. Two gnomes feverishly removing debris, while two others lie dead at Nier's feet, their flesh scorched by powerful magic. Okay. You sense Nier's frustration, tinged with rage, as the connection fades. Gut, wir müssen ihn also irgendwie da rausbekommen. Mhm, mhm. Die Frage ist, wie bekommen wir sie da raus? Kommandantin Thrin.
Ja, mit dir müssen wir reden. Faster! Heat up some rocks! Let's see how the little pricks do when we strap fire to their legs. Charming. Hell is truly where we make it. Move, Hoon! I don't have time for Drugnan outsiders. Ich soll mich bei euch melden. Geck ist tot. Dead. Drugnan Geck. Figured I could count on him. Lesson damn well learned. Now move. I've got no time for... The parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories. Just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It's both our heads. Not the head we'd like to see roll, unfortunately. Dazu sagt sie aber nichts, Irvi. Wie wurde Nier denn verschüttet? Place is older than bone dust. Previous tenants left a trap. Dropped a shit ton of metal once we dug a ways in. Get Nier out and you'll have the Absolute's blessing. No doubting that. Was hofft ihr denn beim Graben zu finden außer Nier? Entrance to an ancient temple. General's orders, Nier said. Must contain something important. He got me to recruit non-believers. But not everyone's seeing the Absolute's truth. They don't get paid soon. I'll have a riot on my hands. Hm. Das könnte interessant sein, Schattenherz, meinst du nicht? Also, es wird aber nicht leicht, den Weg freizuräumen. Habt ihr denn irgendeine Idee? Weil, ne, guckt euch das an, da mit den Spitzhacken da hinten, dann seid ihr ja in 5 Jahren noch zugange. Not a one. Unless you count tacking Aboleth Fangs to my whipping cane. Ich hab ein bisschen Sprengpulver. Hab ich das? Das könnte helfen. That's so. Set it near the rubble and ignite it. That'll blow the drow out. You stop digging again and I'll bleed you dry. Okay, gut, pass mal auf, wir gucken mal eben ins Tagebuch. Also, befreit die wahre Seele. Kommandantin Srin hat uns gesagt, dass die wahre Seele angewöhnt werden, wenn der Einschluss angeschlossen ist. Srin will, dass wir den Schutt beseitigen. Naja gut, das hätten wir uns auch vorher schon denken können. Und hier, wir haben erfahren, dass die Grimmschmiede zu einem uralten Tempel führt. Vielleicht entdecken wir dort die Wahrheit über Schicksal, Dunkel und Justiziare. Kann ich bei dir was handeln? Waiting for Thrin to blow a gasket and start kicking the rubble. Best thing I've seen in a 10-day. Either part with coin or jog on. Don't want to miss any of this. Lasst mal sehen, was ihr habt. Ist irgendwas Spannendes dabei? Bogen der Todesfee. Haarsträume Ausschuss bewirkt bei einem Treffer möglicherweise verängstigt. Erhält ein Bundesvereinigung Angriffs- und Schadenswürfe gegen verängstigte Kreaturen. Okay. Ja, meiner ist aber ein bisschen besser, ne? Ist auch ein Langbogen, gut. Großen Knüppel, Jorgorals Zweihandschwert. Ja. Come back anytime. Ja. Ist okay. So, ja, jetzt bin ich gerade noch überlegen, können wir noch irgendwas machen, um die Fassade aufrecht zu halten. Also, was ich auf jeden Fall mal mache, ich speichere noch mal ganz kurz. So. Und dann würde ich vielleicht erstmal gucken, ob wir hier hinten was erreichen können. Wir haben noch 2 kurze Rasten. Das sind, wenn sie angreifen, 3 Kandidaten. Das sollte okay sein. Erdenmeister, Grundrill
Morgia. Kann ich mit denen auch noch mal reden? Bloody deep rose. All the hassle of getting them up here. Now they won't work. Here to help. Talk to Scargill. Here to Gork. Find a ledge to fall off. Don't like it here. Grey ones hurt hide. Okay. Würde ich ja denn so eine Option haben von wegen, ja, wenn ich euch helfe, dann helft ihr mir. No more. No more pain, no more work. All must die. Was hat dich so erschreckt? Oh, death. Fire. I can smell it. It is too much. Too much anger. I can't hold it in. So, überzeugen, haben wir konzentriert, sonst töten deine Herren deine Herde. Du wirst geboren, um zu dienen, natürlich, und dir sagen, nur mit Schutt weg. Ja, das werden wir nicht machen. Lass deinen wutfreien Lauf, überrache den Schmerz, aber greif nur deine Herren an. Wir versuchen es erstmal auf diese Art und Weise. Oh, puh, Glück gehabt. Close enough. All right. We will work. We will do as we're told. We will clear the way. Not enough caming for my tastes, but you got the job done. I almost feel bad about this. Was, jetzt wollt ihr mich angreifen? Höllen? Ich habe euch geholfen, jetzt wollt ihr mich umbringen? There's an adamantine forge back there, Jarg. And I'm not the sharing type. Bloody rose, they have lost it. Put him down! Gut, okay, das, grundsätzlich bin ich damit einverstanden. Dieses Auge... würde ich ganz gerne bei der Gelegenheit vielleicht auch nochmal... eliminieren. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, die hier, wie soll ich sagen, runterzustoßen. Was ich aber eigentlich nicht machen möchte, weil wegen Loot. Ihr wisst ja. 50, 70. Aber vielleicht erstmal auf den Schwächsten drauf gehen. Oh, 94% Vorteil. No escape. Sehr gut. Yes, here. Zur Sicherheit nochmal wieder ein bisschen zurückziehen. Survival is all that matters. Wir können ja mal zweimal angreifen. Das finde ich ja sehr, sehr nice. Damit ist er schon mal down. Na toll. Provoziert Gelegenheitsangriffe. Warte mal, wo haben wir... Ah, wir können unseren Schlag gar nicht einsetzen. Ja, kurze Rast. Ja, alles klar. Schwächender Schlag. Erschütternder Hieb. Probieren wir das. Natürlich, die Rettungswürfe gelingen ja immer. Hauptsache, er lässt die Kühe am Leben. Au. Toll. Treffen die auch mal? So, Astarion.
Muss im Vorteil gegenüber dem Ziel sein. Das haben wir natürlich jetzt nicht. Dann wir helfen unserem Kumpel Gale mal eben. Hör auf mich zu beobachten, du blödes Auge. Aber wir können auch den hier machen. Also wir müssen es auf jeden Fall heilen, so viel ist sicher. Mehr können wir auch aktuell nicht machen. Und dann wird die vielleicht heilende Worte an den Kreaturen, die du sehen kannst. Wir hatten dann noch hier das da, massenheilendes Wort. Heilt Verbündete in der Nähe. So. Wir können ja nochmal angreifen, stimmt. Ja, normaler Angriff tut's aber. Wenn er denn trifft. Aber du gehst mir langsam auf den Nerven hier. Heilendes Wort. Nimm mal gerade zur Sicherheitsstufe 2. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal. Schwächender Schlag. Wir haben nur 36%, weil wir einen schwachen Griff momentan haben. Es macht momentan relativ wenig Sinn. Okay, ist relativ nah bei. Macht momentan relativ wenig Sinn, darauf einen Angriff zu verschwenden. Probieren wir mal das hier. Naja, man hat das getroffen. Sehr gut. Sehr gut. Wieder aufgestanden. Kältestrahl. Muss das Auge noch wegmachen. Bis 3 hat er noch. Okay, pass auf, ich mache erstmal hier das Auge weg. Ich mache erstmal ihn hier weg. Toll. Das, ganz ehrlich, wie kann man denn zweimal daneben schießen? Und zumindest das Auge schon mal weg. So. Wenigstens etwas an Erfolg haben. Wir probieren es mal mit der heiligen Flamme gegen ihn. Kann ich es erst, der jetzt nochmal drankommt. So. Genau immer drauf da. Mal, dass wir sie jetzt wegkriegen. Nein! Ich wollte nicht die Kuh erledigen. Ich wollte sie angreifen. Oh Mann. So, wir wollen mal nicht reagieren. Das passt schon.
So. Sehr gut. Und dann als allererstes einmal eine kurze Rast. So. Grey One's gone. Good. We'll stay here until it's safe to leave. Das können wir gerade nicht machen, dann ja, nehmen wir die mal mit hier. Not much use for this slag. Nice speckles though. The wizard's quite worthless with a tired mind. Und wenn da jetzt mitgenommen, was ist das? Ein Rohrstock, okay. So, die hat auch nicht so viel dabei. Er hier hat auch nicht so viel dabei. Überladen. Das ist ja wieder hervorragend. Ja. Sehr geil. Nein. Ich wollte dich nicht töten. Du hast nicht mal Fleisch dabei. Aber ihr habt alle gesehen, die haben uns angegriffen. Wir haben nichts gemacht. Ist es immer noch stehlen, wenn wir hier angreifen? Au. Na ja, gut, sei es drum. In Ordnung. Dann machen wir Folgendes. Wir speichern einmal das Moped hier. Und auch wenn wir jetzt noch ein bisschen früher sind als sonst, würde ich die Folge an dieser Stelle beenden, damit ich nämlich einmal Sachen ablegen kann. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns nächste Folge mal an, wohin dieser Gang da führt. Ich danke euch fürs Zusehen, freue mich aufs nächste Mal und bis dahin macht es gut und adios, Amigas.